Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm, Episode 1 erwacht. Wir werden fortfahren und sind gerade bei Chloe Dahorn, haben uns angezogen und suchen unser Telefon. Okay, Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Okay, genau, wir haben das Illuminati-Outfit angezogen, was ich sehr cool finde. Okay, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Hier haben wir ein Bild von Arcadia Bay. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. So, wir schauen uns hier um. Dummerweise gab es Probleme mit den Achievements. Ich habe die ganzen Achievements für das Graffiti gar nicht bekommen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Na gut, egal. Muss ich vielleicht nochmal spielen, um die Achievements zu bekommen. Da haben wir einen Ring. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to get married. Na, na, na. Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait, Mom's selling her engagement ring? Oh. Arcadia Pfandleiher Wertschätzung, Bares sofort. Diamantring fast farblos, Grad B. Versicherung 2200, Barwert 300, Kreditwert im Geschäft 500. Nur eine Schätzung, Angebot nicht garantiert. Aber da habe ich noch gar keine Erfahrung. Mit Pfandleihhäuser habe ich noch nie benutzt. Ah, wir haben eine neue Gesprächsoption bekommen. Wir können also über den Ring sprechen, wahrscheinlich mit unserer Mutter. Was haben wir da? Eine Handtasche. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. Das hat ja jeder mal gemacht. Also jeder. Weibliche Zuschauer. So, wir öffnen mal die Schublade. Ich habe meiner Mama nie Make-up geklaut. She hides all her old pictures of Dad. Okay. Was? Auf der Kommode abstellen. Ach so. Dad, if you could see us now. Das war wahrscheinlich die falsche Taste. So. Wir wollen Papa ja nicht vergessen. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Genau. Oh, das hat Konsequenzen. Oh, 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 oh. Ich glaube, das Zeichen heißt, das hat Konsequenzen. Wahrscheinlich ist der neue Macker da nicht so froh drüber, aber na gut, so ist es halt. Dad. Okay. If you could see us now. Wir haben eine Kette. I made this for Mom when I was like 10 years old. Oh, und sie hängt immer noch if hier she rum. Wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Schauen wir erstmal in die Schublade, bevor wir das Handy nutzen, was ja unser eigentlicher Task ist. Oh, ah, Mom! Bad enough that David comes here for dinner. Ein paar leere Kondompackungen. Na, immerhin praktizieren sie Safer Sex. Das ist ja auch mal nicht schlecht. So, was haben wir denn hier in dieser Schublade? Wir gucken einfach alles durch in Mamas Schlafzimmer um 7 Uhr morgens. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Ich bastelt sie Collagen. Ein Buch. I want Mom to be happy, but not like this. Love not after like loss. This. Okay, okay, okay. Liebe nach dem Verlust. Eine Anleitung, sich selbst zu vergraben und in die Zukunft zu blicken. Können wir das lesen? Liest sie uns zu Hause was vor? Dann muss ich das selber lesen. Das wird Konsequenzen haben. You have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Oh, das sind doch alles keine guten Konsequenzen, oder? Das sind doch alles keine guten Konsequenzen, die ich hier alle triggere. Okay, Handy erstmal ansehen. I should call my phone. Okay, dann machen wir das. Damit wir wissen, wo unser Handy abgeblieben ist nach der letzten Nacht bei Firewalk. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Die Liebe, Chloe, die Liebe. Muss ich jetzt irgendwas machen? Zurück. Okay, dann gehen wir mal zum Sounds like my phone is definitely nearby. Ja. Hier im Bad. Da, Handy ansehen. Ugh.
I drank way too much last night. Or was it just enough? So, haben wir wenigstens mal unser Handy wieder. There we go. Wonder how many calls I've missed. Na, zumindest den von Mama jetzt. Mama, eine neue Nachricht. Chloe, bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Sogar Mama sagt, dass es Konsequenzen haben wird. Nein. Und Elliot. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Okay. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah, okay. Okay, wo die Handtasche liegt, wissen wir schon. I saw Mom's purse in her room. Ganz genau. Sie wollen uns kurz nochmal hier im Badezimmer umgucken. The preferred towel of Captain Bluebeard, Scourge of Arcadia Bay. Arcadia Bay, sehr gut. So, was haben wir hier im Medizinschränkchen? Irgendwas, was Mom's wir brauchen hiding können? Her gray hair to impress her boyfriend. Ah. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Intensiv, aber dezent. Haarfärbemittel. Sonnige Mandel. Deckt graue Haare lange ab. Kein Ammoniak. Oder Ammoniak. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, aufs Klo können wir nicht. Haben wir nicht sonst noch irgendwas oben? Da können wir nicht rein, da können wir nicht rein. Okay, dann ist unsere letzte Amtstat jetzt, diese Tasche mitzunehmen. Wo wir nicht reingespinkst haben. Oh, can you grab my cell phone too? Ah. No more dawdling. I need to talk to you. Okay. Yeah, that really makes me want to hurry. Yep. Wir müssen miteinander reden, ist das Beste. Linke Maus, was ist da noch? Coming, Mom. Ich glaube, wir haben nämlich oben alles gesehen. Ich glaube nicht, dass wir in unserem eigenen Haus Graffiti malen. Also ich habe auch keinen Punkt dafür gesehen, deshalb gehe ich einfach mal runter. Finally, you can put my purse on the dining table. Might still have time for breakfast if you hurry. Wo auch immer wir gerade ihre Tasche haben. Dining table, here I come. Okay. Ah, erstmal Fotos angucken. Dad took these photos. Ja. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. Okay, Esstisch erstmal ansehen. Haven't really felt like sitting down to eat since David started having dinner here. Wir mögen den überhaupt nicht. So, dann stellen wir die Handtasche ab. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? Ja, I should see mal. What Mom wants before she strokes out. Ja, Moment, ich muss mich kurz noch umschauen. Aren't you glad you left for Seattle, Max? Aren't you glad? And never looked back? Captain Chloe Blaubart, Geisel von Arcadia und die erste Offizier Long Max Silver. Och, wie süß. Oh, verblasstes Viereck. Family pic used to hang here. Wow. I can't actually remember which one. Oh. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. Mm, I would have gotten this bad boy in my room. Yeah. We're already supporting one. Thanks. Support our vets. Unterstützt unsere Veteranen. Also ich dachte Tierärzte. Unsortierte Post. Any letter from Blackwell is never good. Nee, das stimmt. Öffnen? Jetzt die Frage, wenn ich jetzt öffnen mache, öffnet sie dann alle Briefe oder vielleicht nur die Briefe, die an sich adressiert sind? Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Überfälliger Betrag $500, Säumniszuschlag $50, neuer fälliger Betrag $550. Bitte überweisen Sie den Betrag. Konto säumig 30 Tage nach dieser Benachrichtigung. Danke. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Okay, das wird keine Konsequenzen haben, das ist sehr gut. Können wir in den Müll gucken? Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy David hasn't worked in like a year. Jobmesse, echte Arbeitgeber wollen sie treffen. Keine falschen Fake-Arbeitgeber, sondern echte Arbeitgeber. Rathaus Arcadia, Hilfe für ihr Lebenslauf, Karriereberatung. Ich hasse solche Messen. Oh, es gibt ein. Dadurch haben wir ein neues Gesprächsthema bekommen.
Wer raucht? Made that for mom in an art class when I was like 5. Oh. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made mom. Like his home, maybe? Dies werden wir verteidigen. This will defend US Army. Oh Gott. Okay. Vertrocknete Pflanze. It's my job to water these plants, but oh. It was Dad's job to remind me. So, nobody's fault, really. Die ist so cool. Raus können wir nicht. Okay, hier haben wir ein Schnee. Was? Ein Schneereh. Feeling trapped? Right there with you. Komm, ich schüttel das Schneereh. Little dude's like, what the hell just happened? Ah, sehr schön. Was schreibt die Zeitung? Shoot. I was hoping David could get a job on a container ship. To Japan. Freitag, 7. Mai 2010. Werft wird geschlossen, obwohl Projektentwickler Sean Prescott beim Kauf der Werft versprach, dass der Personalabbau minimal ausfallen würde, verkündete er heute, dass der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. In einem für Langzeiteinwohner der Gegend wenig überraschenden Schritt liquidierte die Prescott-Stiftung den zugesagten Rentenplan des Hafenarbeiterverbands von Arcadia Bay. Michelle Kinsey Robertson, Anwältin der Stiftung, verteidigte das Vorhaben als unser Recht, Verluste gegenüber Verbindlichkeiten wettzumachen. Sean Prescott war nicht für einen Kommentar zu erreichen. Why do I suddenly want to get some fireworks? Eine Feuerwarnung wurde für alle Einwohner von Arcadia Bay herausgegeben. Strafgebühren für illegales Feuerwerk und Lagerfeuer in nicht autorisierten Gebieten werden verdoppelt. This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Arcadia Bay Anzeiger, Studiengebühren steigen. Lassen Sie mich nachdrücklich betonen, dass dies nicht an finanziellen Sorgen liegt, sagt Direktor Ray Wells. Nach der Begutachtung anderer angesehener Akademien ähnlichen Kalibers sorgen wir einfach dafür, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind. Die Eltern von Blackwell-Schülern investieren in ihre Kinder, nicht in Ferienhäuser. Wells betonte weiterhin, dass zusätzlich zu den leistungsabhängigen Ausbildungsprämien dieses Jahr vergeben an Stella Hill und Brooke Scott, die Stipendien für bedürftige Schüler, die außergewöhnliche akademische Leistungen erbringen, weiterhin bestehen bleiben. Okay. Haben auch die Zeitung gelesen. So. Das Swear Jar. Dad's old Swear Jar. We spent the last of his curses on bus fare and milk. Mann, die Armen. Denen geht's echt nicht so gut. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? Gute Frage, Chloe, gute Frage. Obwohl, Bacon, bei Bacon sage ich nie nein. It's not that I'm ungrateful. It's just that when your mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Das stimmt. Ein Schongarer. Pot roast? Mom hates pot roast. Ah, muss dann wohl für David sein. Hey, neue Gesprächsoption. So, wir sehen uns erstmal Joyce an. Joyce Price, a.k.a. Mom. She looks as beat as I feel. Dann reden wir um dir. Hey, Mom. You wanted to talk? When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Entschuldige, ich mach's besser oder ich hab geschlafen. Lügen wir sie an oder lügen wir sie an? Wir entschuldigen uns mal. Sorry, I hear you. I'll do better about replying. Thank you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Schmorbraten, Verlobungsring, David, Schule. Ich hoffe, ich kann die anderen Optionen gleich auch noch nehmen. Deswegen fange ich mal mit David an. You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe! You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah,
an old-fashioned dickhole. Okay. Schule. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame, too. I wish you wouldn't joke like that. I thought you hated pot roast. You can have a no thank you helping. No, you hate pot roast. I don't care. I don't hate it. And David likes it. And don't say you don't care. So that's what we're doing now? Whatever your boyfriend likes? Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Let's not fight. I made you breakfast. Nah. I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, "What are you gonna eat?" I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that? Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Ever again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe oder vielleicht kann David have... Okay, ist eigentlich keine Frage, vielleicht brauche ich nur meine Ruhe. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Wir beleidigen mal nicht David, wir reminiszieren lieber über Papa. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. What? Very funny. You will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Eben. Oh, okay. Verständnis zeigen oder wahre Gefühle ausdrücken. Verständnis zeigen, wie sie sagt, ist halt so eine Sache, ne? Da tut man so, als wäre vielleicht alles gut oder natürlich ihr zuliebe irgendwie, ne? Aber andererseits, wir sind 16, wir sind Chloe. Ich werde auf die Taste mit dem D drücken. You want me to pretend I'm okay with David? That everything's okay? I'm not. He's a chauvinistic piece of shit, frankly. Chloe. And if your father could hear you. No, you're right. I'm sure Dad and the mustache would get along great. It's a big bed. There's room enough for all three of you. That's enough. All I'm asking for is a little respect. Why is that too much? I love you, Chloe. I miss you. Nobody could have replaced your father. I did the best I could. Mom. I don't know where I lost you. You didn't lose me. Right. David's waiting.
He'll need the keys. They're in that ashtray you made me. Go be his problem now. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Puh, aber wir werden es wahrscheinlich tun. Oder können wir nochmal mit ihr reden? I can't take any more arguing today. Go give David his keys. Okay. Wir wissen, wo sie liegen. Wir werden sie holen, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Chloe Price, deren Augen wir hier sehr schön sehen, und Life Strange Before the Storm, Episode 1, erwacht. Macht's gut. Tschüsschen!